Wie muss ich denn jetzt da? Was, wie muss ich das denn interpretieren? Grün oder weiß? Kann ich mich nicht entscheiden. Grün-Weiß sind die Farben, mit denen ich gestartet bin in meiner Karriere, also mein Heimatverein. Also bin ich für beides. Couch oder Party? Also das ist ja sowohl als auch. Wenn es der richtige Anlass ist, dann definitiv Party. Aber in der Saison natürlich dann eher die Couch. Kaffee oder Tee? Definitiv Kaffee. Also ich mag Kaffee sehr gerne und ja, ist es eine kleine Leidenschaft, deswegen Kaffee. Und in welchen Varianten am liebsten? Ach, alles. Morgens Filterkaffee, nachmittags kann es dann auch Espresso, Americano oder Cappuccino sein. Cola oder Fanta? Wenn, dann überhaupt mal eine eiskalte Cola im Sommer, aber selten. Instagram oder Snapchat? Snapchat habe ich nicht, Instagram. TV oder YouTube? TV. Film oder Serie? Oh, da bin ich für Film. Das ist wenigstens dann ein Ende und man ist nicht so gezwungen, weiterzuschauen. Kino oder Netflix? Netflix ist es einfach gemütlicher, ja. Außer es ist ein richtig guter Actionfilm, dann muss man auch ins Kino gehen. Pizza oder Pasta? Pasta, ja, ich bin nicht so ein Pizza-Fan. Eigentlich wieder noch Pommes, also. Wenn es ein P-Wort sein muss, dann Pommes. Team süß oder Team salzig? Ach, definitiv süß, ja. Das Süßigkeit ist erlaubt. Ja, also ich liebe Eis, ja. Haselnuss oder Stracciatella? Eigentlich alles. Also ich mag gerne Milcheissorten, aber auch Fruchteissorten. Das ist immer so tagesabhängig, ja. Saison oder Urlaub? Saison, ganz klar, ja. Auslaufen oder Fahrradfahren? Fahrradfahren definitiv. Ich bin nicht so die Läuferin. Ecke oder Freistoß? Ich würde sagen Ecke. Ja. Favorit oder Underdog? Ah, ich mag beides. Das ist gut, aber ich bin aktuell natürlich eher der beim Favoritenverein, also wähle ich Favorit. Meisterschaft oder Pokalsieg? Meisterschaft. Ja, Meisterschaft definitiv, weil das so eine ganze Saison widerspiegelt und die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat. Messi oder Ronaldo? Pirlo? Ja, nee, also auf jeden Fall nicht keiner von den beiden. Mit denen kann ich mich identifizieren, da habe ich keine Meinung zu. Lieber 1-0 oder 5-4 gewinnen? 5-4. Na, 1-0. Dann haben wir 0 gespielt. Das ist besser. Assist oder Tor? Tor verhindern. Okay. Ich habe ja weder das eine noch das andere, dass ich das oft in die Situation komme. Also. Startelf oder Joker-Tor? Eieiei, das sind Sachen. Also ich bin ja tendenziell nicht die Spielerin, die reinkommt und ein Joker-Tor macht. lieber Startelf spielen. Hattrick oder Last-Minute-Siegtor? Last-Minute-Siegtor, ja. Duisburg oder Leverkusen? Nee, Duisburg, Karrierebeginn, erste Titel gesammelt. So, das ja, war schon schön. Duisburg oder Essen? Schwierig. Also Duisburg hatte ich ja gerade, also nehme ich jetzt Essen, weil in Essen bin ich zur Nationalspielerin geboren, hatte ich mein Bundesliga-Comeback, so dass ich wieder gestartet bin. Also ganz cool. Bayern oder Essen? Bayern war meine erste Profistation. Bayern oder Wolfsburg? Ja, ganz klar Wolfsburg.
Wolfsburg oder Bocholt? Ja, ich bin gerne in Wolfsburg, weil da kann ich Fußball spielen mit der Mannschaft. Ich bin auch gern zu Hause, also sowohl als auch. Kopfballtor oder Schusstor? Kopfball. UEFA Women's Cup 2009 oder Deutscher Meister 2021? Oh. Deutsche Meisterin 2021. Toller? Ja, also ich finde, eine Meisterschaft ist irgendwie bedeutender als ein Cup-Gewinn, finde ich. Also eine Meisterschaft zeigt, was die ganze Saison so passiert ist und dass man halt echt kontinuierlich gut gearbeitet hat. Und deswegen finde ich es vom Wert her noch einen Ticken höher. Ja.